Der Sport Selection Podcast im Dialog mit Sportlern, Experten, Unternehmern und Visionären über Erfolg, Motivation, Gesundheit und Life Balance mit Dr. Andreas Herralek. Präsentiert von den Expertinnen und Experten für Bewegung, Ernährung und mentale Fitness in der Wirtschaftskammer Wien. Einen schönen guten Nachmittag, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich habe heute zwei ganz besondere Gäste bei mir, und zwar das Ehepaar Florian und Dorothea Schönwiese. Heute sprechen wir über die Kunst des Zuhörens und über die Musik. Darf ich kurz vorstellen? Die Dorothea Schönwiese ist eine international erfolgreiche Barock-Cellistin und Kammermusikerin, die seit über 30 Jahren auf den bedeutendsten Bühnen und Festivals weltweit auftritt. Mit ihren Ausbildungen zur Dialogprozessbegleiterin und zur psychologischen Beraterin ist sie mit ihrer Fachkompetenz die wichtigste Stütze bei den Workshops mit Florian, Sound of Leadership und Listen and Lead. Und Florian, den kennt man bei uns schon, der hat schon das ein oder andere Mal mit uns einen Podcast aufgenommen, ich glaube einmal letztes Jahr, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Er ist Leadership-Experte und auch Profimusiker, international tätiger Violinist, der als Kammer- und Orchestermusiker in führenden Ensembles und Konzerthäusern weltweit spielte und mit renommierten Dirigenten arbeitete. Wie gesagt, wir sprechen heute über die Workshops, Führungskräfte-Workshops, Listen and Lead, die Kunst des Zuhörens und so weiter. Ihr seid ja auch bei Sport Selection sozusagen buchbar und wie unsere anderen Sportlegenden, Ernährungswissenschaftler, Sportwissenschaftler und dergleichen. Und im Rahmen der Firmen Challenge Österreich wollen wir ein bisschen was rüberbringen, Tipps und Tricks geben, um ein bisschen das Feld der Kommunikation, der Gesundheit etc. aufzubereiten. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, die Kunst des Zuhörens und eure Führungskräfte-Workshops. Das frage ich gleich einmal in der Runde. Was ist denn das Wichtigste beim Zuhören? Ich meine, wir kennen alle das aktive Zuhören, aber ist es damit getan? Das Wichtigste beim Zuhören, wenn ich eine Sache herausnehmen soll, ist, sich auf das Gegenüber einzustellen. Das Wichtigste beim Zuhören ist die Person, der ich zuhöre. Wir reden also über dieses aktive Zuhören, die Beziehungsebene und die Inhaltsebene. Wir kennen das Eisbergmodell, 80% ist die Beziehung. Ist es das, was du damit meinst, Dorothea? Das ist ein weites Feld. Und wenn ich gefragt werde, was ist das Wichtigste beim Zuhören, kommen so viele Gedanken. Das, was wir vermitteln wollen in unseren Workshops beim Zuhören, ist, also als Basis für alles andere, ist, dass ich in einer Weise zuhöre, die den anderen oder die andere ernst nimmt und nicht in einer Weise, wo ich innerlich schon Gedanken laufen habe, wie, finde ich gut, was der sagt, nein, finde ich nicht gut, was der sagt, stimme ich zu, ist ein Blödsinn, so in diese Richtung. Wir sind gewohnt, dass wir eigentlich in einer Weise zuhören, die gar nicht richtig zuhören ist, sondern die eigentlich überlegen ist. Und vielleicht ist der Wunsch wäre, das mal zu durchbrechen, diese inneren Gedanken, was die ganze Zeit im Hirnkastel läuft, nämlich eigentlich urteilen. Von diesem Urteilen wegzukommen und wie in die andere Person hineinschlüpfen, also aus der Perspektive der anderen Person zu versuchen zuzuhören. Also den Perspektivenwechsel einnehmen. Könnte man so sagen, ja. Ich würde da noch gerne ein Wort dazulegen, nämlich Neugier. Mhm. Also mit einer wirklich offenen, unverbrauchten Neugier zuhören. So wie die Dorothea gesagt hat, wie wenn unser Gehirn ganz leer wäre und ein weißes Blatt Papier. Einfach wirklich, wirklich neugierig sein, was da kommt. Mhm. Das mit dem vorurteilsfrei oder vielleicht mit den eigenen Gedanken, was der sagt, da meinst du das eigentlich, und da fühle ich mich auch selbst sehr oft ertappt,
Man hört jemanden zu und hat gleich eigentlich passende Antworten oder Entgegnungen etc. parat. Du meinst da wirklich, da mal wirklich sich einlassen auf das Ganze, aufnehmen und dann erst reagieren. Genau. Und ja, zum Beispiel, wir machen in unseren Workshops eine Übung, wo man über ein bestimmtes Thema zu zweit spricht und der eine spricht und der andere hört nur zu und er sagt wirklich kein einziges Wort. Also der hört wirklich zu, aber mit einer Haltung des Interesses, der Neugierde, des Wohlwollens. Mit so einer Haltung hört er zu oder sie. Und dann erlebt man einmal, wie das ist, wenn man spricht und man wird nicht durch einen anderen in dessen Richtung gelenkt. Weil wenn der selbst nur eine kleine Zwischenfrage stellt, ist dieser Moment, wo die Frage erscheint, ist schon ein Abzweigen in eine Richtung, die gar nicht meine war, wenn ich die Sprecherin bin. Ja, der zwingt mich sozusagen in seine Richtung. Ist ja überhaupt nicht böse, aber und so üben wir mal so in Reinkultur, dass einer wirklich nur spricht und sich ausdrückt, idealerweise aus seinem Inneren, also nicht irgendwelche allgemeinen Sachen, sondern wie es ihm oder ihr geht und der andere wirklich nur zuhört. Und das sind sehr erhellende Momente, weil die wenigsten Menschen die Erfahrung machen, dass sie einmal wirklich nur zuhören und nichts einwenden, nichts fragen, nicht dazwischenreden. Mhm. Das ist für beide Seiten meistens sehr erhellend, diese Übung zu machen. Ja, ist da dieses aktive Zuhören, also das habe ich gelernt in meiner Ausbildung, ich so aktives Zuhören ist ja auch immer sozusagen dem anderen zu signalisieren, ja, ich höre dir zu, ich höre dich, ich nehme dich wahr, so auf die Art. Das auch nicht wirklich Stille oder meinst du keine Argumente, keine anderen Fragen stellen, sondern wirklich nur zuhören, aber schon signalisieren, dass ich ganz bei dir bin. Schon signalisieren, aber das ist mehr eine Haltung. Es ist mehr eine innere Haltung. Natürlich automatisch nickt man oder so, aber schon allein, wenn jemand etwas sagt, was man normalerweise nicht finden würde, dann ein Stirnrunzeln oder so, ist ja schon ein Anzweifeln. Ja, und das allein lenkt eigentlich schon ab. Also eine gewisse Neutralität, Wohlwollende, wäre dann der Zweck der Übung. Ja, sehr interessant. Ja. Ich möchte auch noch dazu sagen, für den, der spricht oder die spricht, gibt es nämlich dann auch, vor allem wenn man wirklich eine Zeit ausmacht, wo diese eine Person redet und die andere nichts redet, die Möglichkeit, oft noch weiter hinein zu fühlen in sich, als man normalerweise die Chance hat. Also wenn wir zum Beispiel ausmachen, 5 Minuten redet der eine und hört der andere zu oder die andere und dann umgekehrt. Und wenn man meint, man ist fertig mit dem Sprechen und man hat aber noch 2 Minuten, dann bitten wir die, dass sie wirklich das noch diszipliniert durchhalten. Und sehr oft kommen dann noch Gedanken nach, die noch viel weiter und viel tiefer gehen und die für den, der spricht, auch oft erhellend und interessant sind. Wenn man sozusagen nicht dabei gestört wird, einen Gedankengang oder Weg wirklich noch einen Schritt weiter zu schauen und weiter zu spüren und weiter nachzudenken, ohne dass man abgelenkt wird. Und da zitiert die Dorli dann auch sehr oft die Ende, Michael Ende, Momo, wo der das natürlich wunderschön beschreibt. Die Momo war dieses kleine, zugelaufene, eigentlich im Prinzip wohnungslose Mädchen, das in diesem Dorf dort irgendwie unterkommen ist. Und die hat nicht viel geredet. Und die hat aber zuhören können wie kein anderer. Und die Leute sind da hingegangen und haben geredet und sie hat nichts gesagt, sie hat nur zugehört und haben sich beklagt, wie schlecht es ihnen geht und dass sie sowieso austauschbar sind. Und wenn ich die Arbeit mache, dann macht es halt der andere. Aber wenn sie weiter geredet haben, hat die Momo so gut zugehört, dass nach kurzer Zeit die Leute draufgekommen sind, dass sie was ganz Besonderes sind. Und genau so, wie sie sind, es sie kein zweites Mal gibt. Und es war nur das Zuhören, ohne dass die was gesagt hat. Und das ist das, was wir, das ist diese Richtung des Zuhörens, die uns interessiert. Also es geht ganz stark um Achtsamkeit im Endeffekt, oder? Ja, sicher ein Zweig der Achtsamkeit. Die Momo ist zwar eine erfundene Geschichte, aber wir erleben genau das
in unseren Workshops und auch Vorträgen, sind 100 Personen, die einander nicht kennen. Wir machen dann so eine Übung mit zwei Menschen, die sich noch nie gesehen haben. Und haben wir jetzt gerade vor ein paar Tagen die Rückmeldung bekommen, ich habe mit dem gesprochen und plötzlich habe ich das Gefühl, ich kenne den seit Jahren. Und das liegt nur daran, dass er sehr gut zugehört hat. Es ist ein Zeichen dafür eigentlich, dass derjenige sehr gut zugehört hat, weil durch diese Art von Zuhören der andere sich mehr geöffnet hat. Das ist ja das Schöne eigentlich. Also wenn ich in dieser Weise zuhören kann, dann gebe ich dem anderen die Chance, sich zu öffnen. Sag ich am besten nichts und lass es wieder wirken. Aber natürlich auch, wenn ich moderiere, geht es ja bei mir auch da und ab. Ja? Also ich denke da und nach und sage, okay, wie geht es weiter in der Gesprächsführung und so weiter. Das ist auch für Moderatoren sozusagen auch nicht immer so einfach. Und ein anderes Beispiel ist, weil du gesagt hast, vielleicht auch keine körperlichen Reaktionen zeigen. Das ist ja ganz schwierig eigentlich, ja? Weil wir wissen, diese Gestiken und so weiter, das gehört zur Kommunikation dazu. Das habe ich am Freitag am Abend noch eine Sitzung gehabt mit Geschäftspartnern, wo unser Anwalt dabei war und wir haben Vertragsverhandlungen gehabt. Und da ist immer genau das Beispiel, was du da gesagt hast, vielleicht auch den anderen mal reden lassen, ohne Gestiken und so weiter. Und habe ich mich sofort ertappt gefühlt, weil da sind vom anderen gekommen Vorstellungen und ich habe die eigentlich gar nicht so im Nachhinein, also am Anfang, wie wir das kommuniziert haben, habe ich gleich mal mit meinem Anwalt gleich mal so Blickkontakt gehabt, was den anderen vielleicht auch verunsichert hat. Also zum Schluss, wie er fertig geredet hat, war es eigentlich genau das, was wir wollten im Endeffekt. Da ertappt man sich selber. Ja. Und das kann man bei euch lernen. Das kann man lernen und üben. Wobei, also dieses, vielleicht reiten wir da jetzt zu sehr drauf rum, aber gemeint ist da nicht ein Pokerface. Ein Pokerface wäre was ganz anderes. Das ist eine neutrale, teilnahmslose Maske sozusagen. Und das, was hier aber ist, ist eine empathische Haltung, da üben und auch vorschlagen. Aber du hast recht, das passt natürlich nicht immer. Also wenn man ein Moderator von einem Gespräch ist mit mehreren Teilnehmern, dann kann man das natürlich nicht machen. Und auch diese Art der Kommunikation passt auch nicht immer. Ja? Also diese Ausbildung, die wir da gemacht haben zur Dialogprozessbegleitung, diese dialogische Haltung, diese Art des Zuhörens ein Teil davon ist, natürlich auch die andere Seite, das Sprechen in einer gewissen Weise, das geht auch nicht immer. Also manchmal soll man und kann man schon sozusagen inhaltlich und faktisch auch streiten können. Ja? Aber diese Art der Kommunikation, die fehlt aus unserer Sicht in unserer Gesellschaft ein bisschen in der Gewichtung. Ja. Ich glaube, gerade bei Führungskräften ganz wichtig, es geht ja immer bei uns schneller, höher, weiter. Und gerade die Führungskräfte haben ja eine extreme Workload. Es wird ja alles immer sozusagen effizienter auch. Und die Zeit wird zum knappen Gut. Dann gibt es schon keine Sitzungen mehr, da gibt es nur noch Stehungen. Manchmal gut, weil sehr viel geredet wird. Aber bei so Sitzungen gibt es auch soziale Aspekte, wo man sich austauscht, wo man vielleicht auch viel, ich sage jetzt einmal, Unnützes daherredet. Aber das sind auch soziale Aspekte, die man wie in der Teeküche und dergleichen. Das erleben wir sozusagen im Homeoffice-Zeitalter, wo ganz viel Homeoffice auch ist. Berücksichtigt ihr das auch in euren Führungskräfte-Coachings, in euren Workshops? Denn ich glaube, dass die Führungskräfte jetzt viel höhere Anforderungen noch haben oder die sie erfüllen müssen als früher, wo sowieso immer sozusagen alle gekommen sind. Jetzt ist die Zeit, wo alle im Büro sind, ja, knapper. Es muss sich vielleicht noch wirkungsvoller führen und kommunizieren. Wir berücksichtigen das insofern, als wir vermitteln wollen, dass beim Führen und Zuhören, also wenn wir weiter beim Thema Zuhören bleiben, es darum geht, wirklich die Gesamtheit des Gegenüber zu erfassen oder des ganzen Teams, damit man einfach auch das ganze Potenzial, das da drinnen ist, erfassen kann und sozusagen nutzen kann. Und da geht es
sehr darum, dass man eben, und da kommt natürlich auch die Musik wieder ins Spiel, wo, dass man irgendwie hinter die Worte oder hinter die Noten oder hinter den ersten Eindruck versucht zu hören, damit man eben die möglichst viel von dem Gegenüber erkennt. Und da ist schon, und das ist auch ein Aspekt dieser Übung, die wir gerade beschrieben haben, wo jeder 5 Minuten redet und 5 Minuten zuhört. 5 Minuten sind eigentlich gar nicht viel. Aber es kommt den Leuten extrem lang vor. Manchen auch nicht. Aber wir wollen damit auch vermitteln, wenn man die kurze Zeit, die man hat, richtig nutzt oder in der richtigen Haltung und in der richtigen Offenheit, dann kann es sein, dass das, wie sozusagen die Zeit ein bisschen sich eingebremst sich anfühlt und man glaubt, man verschwendet jetzt Zeit oder so irgendwas. Aber dieses langsame Werden ist im Endeffekt dann oft schneller, weil man einfach das Potenzial erkennt. Ja, da würde ich gerne, ich würde gerne einhaken bei dem Wort, bei den Worten schneller, höher, weiter, ja, was du gesagt hast, nämlich. Und auch das, oder Florian gesagt hat, dieses Langsamere. Es ist tatsächlich so, das schneller, höher, weiter. Wir haben so oft von in den Workshops von den Leuten in den diversen Firmen, von den Führungskräften gehört, dass sie so viele Sitzungen haben und so viel davon ist unnötig. Es wird so viel unnötig geredet und es muss alles schnell gehen. In Wirklichkeit wird wenig gesagt. Und wir haben zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel aus einem unserer Workshops, und worauf ich hinaus will, in Klammer, oder das Wichtige ist, dass oft langsamer schneller ist. Und ich erkläre das gleich. Also, und wie wichtig Stille ist. Also dieses Langsamere und die Stille, dass es nur scheinbar langsam ist, weil sehr oft, wenn man das bewusst einsetzt, kommt man viel schneller zu Ergebnissen. Und wir haben zum Beispiel in der Schweiz vor 1-2 Jahren einen Workshop gehabt vom höchsten Führungsteam von einer Firma, großen internationalen Firma, das waren ungefähr 10, und einer davon war einer, der in einem Fort geredet hat. Also hat gequatscht und gequatscht und gequatscht. Ja, sehr sympathischer Mensch, aber letztlich hat ihm niemand zugehört. Das muss man schon sagen. Also war sehr gewinnend, aber richtig hingehört hat niemand. Dann haben wir so eine Übung gemacht und wir haben nur gesagt, 2 Sekunden Stille, experimentiert mal. 2 Sekunden Stille, wenn ihr eine Rede haltet, 2 Sekunden still. Wir haben so einen Dialogkreis gemacht und der hat das Wort ergriffen. Wir arbeiten damit so einem Redesymbol, also hatte das Redesymbol in der Hand, war wirklich nur 2 Sekunden still. Es war ganz still im Raum und plötzlich haben ihm alle zugehört. Ich glaube, das hat er noch nie erlebt gehabt. Ernsthaft. Also er hat 2 Minuten sich beherrscht, nur still zu sein und alle Ohren auf ihn. Also das sind so diese Sachen. Man glaubt, man muss schnell sein. In Wirklichkeit 2 Sekunden still sein und plötzlich ist alles anders. Ja, das sind so, du hast am Anfang, glaube ich, Tipps und Tricks gesagt, das mag ich nicht so gern, weil Tipps und Tricks, es geht eher um Haltungen, aber das wäre ein Trick. 2 Sekunden still. Mut zur Pause heißt es in der Rhetorik. Mut zur Pause, ja. Und da kommt auch die Musik wieder rein. Ja. Also in der Musik ist es uns allen klar und uns klassischen Musikern sowieso, man kann nicht Musikstücke lauter, schneller, höher spielen. Ja. Die haben einen gewissen Rhythmus und die haben Pausen und die haben, wenn man was zu schnell spielt, dann bricht das Kartenhaus in sich zusammen. Und Führung ist immer die Verbindung zu den Menschen um uns herum. Also es ist Führung, wie wir sie verstehen. Natürlich gibt es auch organisatorisches Management, aber diese Art von Führung, die wir unterstützen wollen oder gemeinsam weiterentwickeln wollen, ist immer die Verbindung zu den Menschen. Und die Verbindung zu anderen Menschen kann man nicht beschleunigen oder effizienter machen oder irgend sowas. Und da ist die Musik ja ganz besonders. Jeder, der ein bisschen Musik begeistert ist und zuhören kann, seinen Lieblingshit, ob das Pop oder Klassik ist, da kriegt auch gewisse Gefühle und dergleichen. Da nimmt sich dann auch die Zeit zum Zuhören, wenn er bewusst zuhört. Ja, das kann auch so nebenbei laufen, sehr oft. Und da ist die Musik ja prädestiniert und das zeichnet euch ja auch aus. Jetzt will ich ein bisschen auf das
auf euer Workshop-Konzept zu sprechen kommen, wieso die Musik der besonders und ihr als Musiker besonders prädestiniert seid, um hier diese Führungsskills oder neue Skillsets sozusagen zu lernen. Musik hat ja, heißt der Spitzensport und die Spitzenmusik sind sie ja ganz ähnlich. Vor ein paar Jahren bin ich dann mit Clemens Helsberg zusammengesessen und da hat er mich eigentlich darauf gebracht, ein guter Freund von ihm war damals der Koller und wird er heute wahrscheinlich auch noch sein, aber der Koller war damals Teamchef. Und er hat eigentlich mich drauf gebracht und gesagt, das ist ganz ähnlich. Ja. Zu 80% trainieren die Spitzensportler, und auch die, er hat es mit dem Fußball verglichen natürlich, die Fußballer und die Orchestermusiker im Verborgenen. Ja. Und dann zu 20% sind sie dann sozusagen im Scheinwerferlicht. Und dann müssen sie aber auf den Punkt die Leistung bringen. Und wenn sie... Und dann habe ich aber eingewendet, naja, der Fußballer tut sich, glaube ich, ein bisschen leichter, wenn er einen schlechten Tag hat. Ja, dann können die anderen Teamkollegen den ein bisschen sozusagen mitziehen. Aber wenn jetzt wenn man den Geiger oder die Cellistin einen schlechten Tag hat, dann wird man das merken, oder? Wenn es eine Solistin ist, schon. Im Orchester nur bis zu einem gewissen Grad. Ah, okay. Ja, also im Orchester, wenn das, fangen wir 20 Geigen, und einer hat gerade einen schlechten Tag und ist ein bisschen unkonzentriert. Wenn das trotzdem ein gutes Niveau bleibt, merkt man es nicht. Aber wenn der ein Solist ist, na dann natürlich schon. Ja. Also ich komme zu deiner Frage zurück. Also ich rede auch sehr gern über die Parallelen zwischen Fußball und Musik. Gerade vorige Woche haben wir wieder da in der Pro-Lizenz-Trainer-Ausbildung vom ÖFB einen Workshop gemacht. Aber ich möchte trotzdem anfangen mit der Musik. Also ich habe vor 15 Jahren ungefähr die Idee gehabt für dieses erste Konzept, das Sound of Leadership, ja, wo wir mit der Metapher des Dirigenten als sozusagen ideale Führungskraft im idealen Setting sozusagen spielen. Und da geht es darum, dass eben Führungskräfte aus allen möglichen Bereichen, sehr viel aus der Wirtschaft, aber eben auch aus dem Fußball und anderen Bereichen, in eine Position sozusagen geworfen werden, wo sie ein Team von Spezialisten führen müssen, wo sie keine Ahnung haben, wo sie keine Erfahrung haben, wo sie auch sehr oft kein wirkliches Interesse haben, klassische Musik. Und das Schöne dabei ist, dass sie trotzdem dann wirklich ein Ensemble von Profimusikern dirigieren müssen oder führen müssen, man sofort die Persönlichkeit erkennt, weil die Musik einerseits die Tür aufmacht zu den Persönlichkeiten durch diese emotionale, intuitive Komponente und weil die Führungskräfte in diesem Setting sich nicht verstecken können in irgendwelchen Masken und Floskeln und Strategien, die wir alle aufbauen, um mit unseren Unsicherheiten sozusagen umgehen zu können. Das heißt, wir haben alle irgendwie unsere Strategien, wie wir das verstecken. Und das funktioniert da nicht. Und weil sie einfach keine Musiker sind. Und dadurch können wir sofort erkennen, und es wirkt natürlich auch sofort, die Musik klingt ja nur im Moment und dann ist es vorbei, können wir sofort erkennen, wo auch die Potenziale und die Möglichkeiten sind. Wie läuft das ab? Das heißt, ich muss gar nicht, ich war einmal dabei, deswegen kann ich ein bisschen sozusagen als Außenstehender berichten. Das war sehr als Zuschauer sehr beeindruckend. Und das heißt aber nicht, dass die Führungskraft, die dann dorthin kommt, schon sich irgendwie mit klassischer Musik auskennen muss oder gar ein Musikinstrument spielen muss. Wie läuft das im Normalfall ab? Kriegt er im Vorfeld irgendetwas in die Hand, die Vorbereitung? Ist das viel Vorarbeit für ihn oder wie läuft das ab? Und was sind was sind so die großen Aha-Effekte? Ja, also erstens, man muss überhaupt keine Ahnung von Musik haben. Wir haben auch Leute aus Afrika und aus weiß nicht, in Asien ganz, also aus Gegenden, wo die
überhaupt keinen Zugang jemals hatten zu klassischer Musik. Also wirklich ganz entfernte Kulturen auch schon gehabt, diese Workshops machen, die haben null Ahnung von klassischer Musik. Also das braucht man überhaupt nicht. Es ist aber schon so, also wenn man einen Workshop bei uns macht, normalerweise, es gibt da auch Ausnahmen, aber normalerweise kriegen die Teilnehmer ein paar Tage vorher zugeschickt, jeder ein Musikstück, das ist aber nur ein kurzes Stück von 2 Minuten ungefähr. Die kriegen dafür einen Soundtrack und Noten, wobei die meisten die Noten nicht anschauen, aber sie kriegen sie. Und sie sind angehalten, dass sie sich das ein paar Mal anhören und einfach schauen, was macht dieses Musikstück mit mir, wo kriege ich einen Zugang, was entsteht für ein Bild, habe ich irgendeine Vision oder so, oder es erinnert mich an irgendetwas, dass sie sich einfach so auf das Musikstück einstellen, dann kommen sie ins Workshop mit dieser Vorbereitung. Sie können sich auch, wenn sie mehr so veranlagt sind, forschend vorbereiten. Sie können den Komponisten forschen, wann ist das geschrieben, das Umfeld. Manche machen das, ist aber überhaupt nicht die Streber, und da gibt es diese, die einfach so hinkommen. Ne? Ja, genau. Die Vorbereiter, Streber klingt halt sehr, sehr, sehr despektierlich vielleicht, oder negativ konnotiert. Aber einer, der sich so, ja, also es gibt von bis. Ja. Die es rein intuitiv machen und die sehr, sehr fundiert sich vorbereiten, hat beides Vor- und Nachteile. Und so zeigt einfach auch, wie die sind. Also genau, es gibt Leute, die brauchen Vorbereitung. Das zeigt uns schon, und sie treten dann vor uns als Quartett und präsentieren uns kurz, was sie sich dazu überlegt haben, was sie empfunden haben. Dann merken wir natürlich schon, aha, der hat sich so und so vorbereitet, da kriegt man schon ein bisschen was mit. Und dann, jetzt war die Frage, was dann für Aha-Momente sind. Ja, genau. Dann spielen wir das meistens einmal durch und dann sehen wir schon sehr viel. Was ist das für ein Mensch? Was hat der für Stärken? Wo vielleicht hapert es ein bisschen? Woran können wir mit dem arbeiten? Und dann fassen wir das in Worte, was wir wahrnehmen. Natürlich sind wir da respektvoll und auch sehr achtsam mit unserem Feedback. Aber auch sehr klar, also auch schon sehr auf den Punkt, schonungslos, aber nicht brutal, möchte ich sagen. Und das Schöne ist, in dieser Situation, und das sieht jeder, der im Publikum sitzt oder der dabei sitzt und das dazu zuschaut, wird so schnell klar, wer dieser Mensch ist, was seine Stärken sind, was seine Schwächen sind. All diese Dinge, die sieht man sofort. Es ist ganz erstaunlich, aber dieses Format macht das einfach. Und wir fassen das natürlich dann in Worte und wir haben natürlich auch Ideen und mit sehr viel Erfahrung inzwischen auch, wie man mit jemandem, der zum Beispiel nicht aus sich herausgeht, ja? Zum Beispiel, es ist jemand, der hat dann beide Hände irgendwo so ganz nah am Körper und ist eng und traut sich und ist irgendwie leise. Und so. Wir haben dann schon so ein paar Sachen, die wir dann mit dem ausprobieren, dass der zum Beispiel mehr Raum nimmt. Ja? Es sind manchmal Menschen, die haben das Gefühl, wenn sie viel Raum nehmen, wenn sie ihren Raum nehmen, dann nehmen sie den Raum beim anderen weg. Das stimmt aber nicht. Also in unserem Fall zum Beispiel kommt einer, der ist eng, breitet sich überhaupt nicht aus, ist irgendwie zu bescheiden und dadurch werden wir auch eng. Das ist dann etwas, was wir vielleicht rückmelden würden. Wenn du deinen Raum nimmst, dann können wir uns auch besser unseren Raum nehmen. Und dann ist das Endprodukt auch besser, weil wir können uns mehr einbringen, mehr entfalten. So, das wäre zum Beispiel eine Sache, die auftauchen kann. Und vielleicht magst du auch was erzählen. Ja, es ist sehr, also grundsätzlich ist es einfach sehr individuell, weil jeder Mensch, der dann vor uns steht, ist einfach sehr eigen. Er hat seine eigenen Farben und Stärken, so wie auch jeder Dirigent ganz andere ist. Und das ist natürlich auch eine Message, die wir da leben, dass jede Führungskraft seine eigenen Stärken und seine eigenen Möglichkeiten und auch in sich hineinhören muss, wo seine Stärken sind. Und dabei unterstützen wir die Leute. Und manchmal eben, dann gibt es diese Leute, dann gibt es Leute, die die ganze Zeit bei uns herumfummeln wollen, obwohl sie überhaupt keine Musiker sind, ein wunderschönes Bild uns erzählen und dann bei uns reinfummeln. Ja? Und dann sagen wir, Moment, jetzt hast du uns so eine schöne Richtung gesagt und wir können das so gut damit uns verbinden und verstehen das so gut, was du willst. Jetzt wollen wir das einmal umsetzen. Mhm. Ein Dirigent ist der Einzige, der nicht
klingt im ganzen Konzert. Der muss den Überblick haben und der muss die machen lassen. Und das ist natürlich in der Führung von Unternehmen genauso. Und dann ist es immer so, was immer da passiert, hat immer seine Parallele im Führungsalltag. Da kommt man gar nicht aus. Ja, also bis ins kleinste Detail. Zum Beispiel vor 3 Tagen hatten wir einen Workshop in Deutschland. Da war eine Frau, die hat wunderbar alles gemacht. Also wir waren alle ganz begeistert von ihr. Und am Schluss hat sie das nicht beendet. Nicht wirklich beendet. Wir haben gar nicht gewusst, ist es jetzt schon aus? Dann hat sie die Arme runter, war überhaupt, also ausgefranst, könnte man das nennen. Dann habe ich am Schluss dann noch, als es eigentlich schon fertig war, habe ich zu ihr gesagt, ich habe das, also eigentlich haben sie das nicht beendet. Und das ist hat einen Wert, dass man etwas beginnt und beendet. Dann habe ich gesagt, machen wir es nochmal und jetzt beende das richtig, abschließen und dann feiern. Und das hat bei ihr so eine Resonanz gebracht, weil sie das genau dieses Thema in ihrem Berufsalltag hat. Sie muss abschließen und nicht so irgendwie, okay, vielleicht dieses halb abschließen, feiern und was Neues anfangen. Ja. So, das, also bis in diese Details geht das, dass es Parallelen gibt. Ja, äußerst interessant. So, und wer ist da die Zielgruppe? Ist das Top-Management, das Mittelmanagement? Weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass es viele, vielleicht eher die alte Führungsriege gibt, diese, was soll ich noch lernen? Ja, die gibt es sicherlich auch noch. Wer kommt da zu euch? Wird das vom Top-Management fürs Mittelmanagement gebucht? Macht da das Top-Management selber mit? Es hängt ein bisschen davon ab, von den Strukturen in den Unternehmen. Ja. Also wenn es wirklich große internationale Konzerne haben wir mit der obersten C-Level noch nicht gearbeitet. Dann ist es meistens die nächste Ebene, oder die nächsten 2 Ebenen oder so. Ja. Wenn es kleinere Unternehmen sind, ist die oberste Führungsebene schon oft dabei oder besonders auch ist es oft nur das oberste Führungsteam, ja, zwischen 5 und 10 Leute, je nachdem wie die Strukturen sind. Aber wir machen auch einmal im Jahr bei der Diplomatischen Akademie für Studierende dort, was wir machen eben in der Pro-Lizenz-Trainerausbildung, arbeiten wir mit den Fußballtrainern. Wir sind auch in drei, vier Führungskräfte-Ausbildungen, die länger dauern, zum Beispiel in Norwegen, ist eine sehr etablierte Führungskräfte-Ausbildung, die braucht eigentlich 7 Wochen innerhalb von 2 Jahren und wir kommen dann mittendrin rein und da kommen Führungskräfte schon von sehr hohen Ebenen, aber auch von verschiedenen Ebenen und von großen Unternehmen bis hin zu NGOs kommen da hinein, da dazu. Oder wir sind auch bei großen Konzernen manches Mal in der internen jungen Führungskräfte Entwicklung dabei, also sehr, sehr breit. Ja. Lustigerweise, meine Frau ist gerade, die ist Vertriebsdirektorin in einem großen Konzern und die ist gerade auf einer Führungskräfteschulung jetzt gerade und die erzählt mir auch immer wieder von sowas, aber sowas hat sie natürlich noch nicht gemacht, sage ich es natürlich, weil ich habe es noch nicht gehört, dass es viele machen, ja, also ich habe es immer verortet in großen Konzernen, machen das auch Klein- und Mittelbetriebe vielleicht auch? Mhm. Ja. Das ist doch eine wunderbare Zielgruppe, die kleinen und Mittelbetriebe. Ja. Schon erfahrungsgemäß ist das ein schönes Arbeiten. Weil die Führungs- und die Span of Control ja viel unmittelbarer ist im Endeffekt und die Auswirkung wahrscheinlich viel unmittelbarer gesehen wird. Nicht? Und interessanterweise, fast egal was für Größe vom Unternehmen, aber Unternehmen in Familienbesitz sprechen auch viel besser darauf an, weil die einfach viel mehr die Menschen im Blickfeld haben, weil sie einfach über Generationen denken und nicht in Quartalen. Führung ist ja eine Kultursache. Ja, es gibt ja unterschiedliche Führungsstile. Was sind die Herausforderungen, die wir momentan haben? Ja, ich habe schon schneller, höher, weiter gesagt, aber für die Führungskräfte, wo ihr jetzt gerade sozusagen eure Erfahrungen habt, wo ihr wöchentlich irgendwelche Workshops, was sind deren Herausforderungen, die sie überwältigen müssen? Und wieso sie auch natürlich Hilfsmittel sozusagen euch in Anspruch nehmen? Was sind deren Herausforderungen? Ja. Und
Ja, fangen wir mal mit der Frage an, die ist ja recht breit. Ja. Also, ist es die Kulturfrage? Also aus meiner Sicht, oder ich fange, wie du gesagt hast, ein großer Teil der Herausforderungen, die ich heute erlebe, kann man vielleicht zusammenfassen unter Krisenmanagement. Mhm. Also Herausforderungen, die unerwartet täglich oder wöchentlich daherkommen, Sachen, das haben wir überhaupt noch nie erlebt. Und solche Aussagen, das ist das, was ich erlebe, wenn man das sozusagen in einen großen Topf zusammenfassen will. Und aus meiner Sicht geht es eben dann vor allem darum, oder geht es uns darum, die Persönlichkeiten und die Eigenschaften von diesen Menschen zu stärken. Mhm. Und ob das jetzt Kultur genannt wird oder nicht, weiß ich nicht, es ist ein bisschen Definitionssache. Aber uns geht es darum, oder wir sind davon überzeugt, wenn die Führungskraft weiß, wie sie selber tickt, wie sie ist, wo ihre Stärken sind, wo auch ihre Grenzen sind, wo sie sich auf andere verlassen muss, und so weit bei sich bleiben kann in diesen schwierigen oder challenging Momenten, dann kann sie am Boden bleiben und kann dieses Vertrauen und die Sicherheit ausstrahlen, die Mitarbeiter brauchen. Mhm. Besonders in diesen Zeiten. Da ist die Kultur des empathischen Führens ja dann Grundvoraussetzung. Die Führungspersönlichkeit, die mit Zuckerbrot und Peitsche arbeitet, wird auch eher nicht in Anspruch nehmen. Also, nein, aber wahrscheinlich kann man das so sagen. Aber wir haben, ich tue mir schwer mit so Einordnungen, ja? Weil einfach wirklich jeder Mensch anders ist. Ja? Und wenn du jetzt sagst, das empathische Führen ist dann gefragt, es gibt Leute, die das zwar dann haben, aber wo das nicht die vordergründige Art des Führens ist. Ja. Das könnte beim Familienunternehmen sein, so ob das ein bisschen patriarchatisch noch vielleicht ist, aber der trotzdem seine Skills erweitern will, wo das vielleicht noch das Patriarchat vielleicht positiv konnotiert ist, ja. Und nicht negativ. Ja, es gibt den guten König, ja. Und den Diktator. Ja, wir kommen dann immer wieder, oder ich denke dann immer wieder an Dirigenten. Ja. Es gibt bei den guten Dirigenten Persönlichkeiten, die irrsinnig offensichtlich gut zuhören. Da war der Abado zum Beispiel so einer dabei, der nicht wahnsinnig viel geredet hat und man hat immer das Gefühl gehabt hat, man kann sich da ausbreiten. Und er hat vor allem, da gibt es auch sehr viele schöne Probenvideos, wo er nicht viel redet und sagt, hört es dorthin, hört es dahin, sozusagen diese Art des auch untereinander Zuhörens. Und dann der Nikolaus Hanukur, mit dem wir jahrelang und viel gearbeitet haben, der hat natürlich auch gut zugehört, aber das war nicht sein vordergründige Qualität, sondern der hat wunderbare und gut verständliche Bilder und Visionen beschreiben können, irrsinnig gut vorbereitet, fundiert, test recherchiert und alles und hat dann daraus irrsinnig fantasievolle Bilder machen können. Ganz andere Art der Führung, ich weiß nicht, wie man das dann nennen würde. Aus meiner Sicht geht es darum, dass man als Führungskraft die Verbindung zu den Menschen aufbaut und eine Atmosphäre schafft, dass die Leute um dich herum ihr Bestes geben können. Und wie man das schafft, wenn man sozusagen nach außen hin streng ist, um diese Sicherheit zu schaffen, mag es auch passen. Ja. Ihr Bestes geben können und auch gemäß ihren Stärken eingesetzt werden. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, dass jeder, dann ist es ideal geführt, wenn, und da kommt das Zuhören ins Spiel, wenn man jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin so einsetzt, dass sie oder er mit Begeisterung das tun kann, was sie oder er am liebsten tut oder besonders gut kann. Und wenn man das geschickt macht, dann hat man ein wunderbares Team, das untereinander gut funktioniert, wo es auf allen Ebenen eigentlich
gut läuft und das auch krisenresistent ist, weil jeder gehört wird, weil jeder nach seinen Eignungen eigentlich arbeiten darf. Und dann muss ich noch einen kurzen Satz nachschießen. Manches Mal erleben wir, oder gar nicht so selten, in diesen Settings, dass man sagt, ja, und jetzt sag uns endlich, was wir tun sollen. Ne? Manches Mal brauchen wir klare Ansagen. Ja, genau. Und das ist sozusagen vordergründig weit weg vom empathischen Zuhören oder empathischen Führen. Das ist auch wichtig, aber manches Mal wollen wir gesagt kriegen, was wir tun sollen. Da gibt es ein wunderbares Video, das wir auch zeigen in einem Vortrag oder in der Einführung von Klaus Mäkelä. Das ist so ziemlich der bekannteste junge Dirigent zurzeit, ein Finne. Und der sagt sinngemäß, also er muss allen Musikern zuhören, muss zuhören, was die alle zu sagen haben, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die schon auf Dinge gekommen sind, auf die er nicht gekommen ist. Das heißt, das ganze Potenzial da rausholen, aus allen, jedem einzelnen Musiker alles rausholen und diese Ideen, die da kommen, wertschätzen oder und auch verwenden, aber dann entscheiden, in welche Richtung es geht. Das ist alles einsammeln und wahrnehmen, aber dann muss er die Entscheidung treffen. Und die muss er treffen, sonst ist er kein Führer. Ja, weil wenn er die Entscheidung nicht trifft, ja, was, dann ist es Chaos eigentlich. Er muss die Entscheidung treffen, aber in dieser Wertschätzung dessen, was er da hat an Menschen, an Potenzialen. Du hast angesprochen, Florian und Dorothea, du auch, Krisen sind so das, was die Führungskräfte momentan am meisten beschäftigt. Ja, multiple Krisen haben wir hinter uns. Man hört auch und liest in den Gazetten, den Newslettern, dass eine bekannte Firma nach der anderen insolvent wird. Das heißt, die Resilienz ist ganz wichtig. Ja? Das heißt, da geht es ja im Endeffekt einmal um die eigene körperliche wie auch mentale Widerstandsfähigkeit. Mhm. Und dann kommt es auch ihr und hilft dieses, wie es die Musik macht, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das richtig rüberzubringen, Sicherheit zu geben, richtig zu führen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, ja. Und dabei fangen wir eben bei den Menschen an. Und das ist sowohl unser Fokus auf Zuhören als auch das Dirigieren und Führen fängt immer dort an, also beim Menschen selber an. Also wenn wir unsere Zuhörworkshops beginnen, dann fangen wir sehr schnell, nicht sofort, aber sehr schnell dabei an, dass wir sagen, wir müssen bei uns selber anfangen zuzuhören. Wir müssen in uns hineinhören. Das ist beim Dirigenten offensichtlich, ja, wenn der sich vorbereitet, ist es ja so, der bereitet sich zu Hause sozusagen vor, bevor er zur ersten Probe mit dem Orchester kommt. Der Nicola Sanocco hat sich teilweise 1-2 Jahre vorbereitet, bevor er überhaupt angefangen hat, mit uns zu arbeiten. Und da ist es irgendwie offensichtlich, dass er auch in sich hineinhören muss, wie er sich die Musik vorstellt und wie er sie hört, je nachdem, was er für Typ ist, wie immer das Recherchieren nach ausschauen mag. Aber das heißt, er muss hineinhören und dann kommt er zur Probe, dann fangen wir an zu spielen, dann bieten wir ihm was sozusagen an und dann vergleicht er das mit dem, was er in sich hört. Ja. Aber er muss und dann fängt er an sozusagen stellen, Schrauben zu drehen, ist gleich Proben und dann so kommen wir sozusagen zu einem gemeinsamen Ganzen. Dann, ja. Und das bei sich selber anfangen ist das Gleiche, wenn wir sinnvoll zuhören wollen mit dem anderen. Wir müssen zuerst einmal wissen, wie es uns geht, wo wir stehen, wie unsere Werte sind, wie unsere Möglichkeiten sind. Idealerweise müssen wir auch wissen, wie die Wirkung von jemand anderen auf uns ist, damit man das vielleicht anders richtig einordnen kann. Also bei uns selber fängt sehr viel an. Und dort ist auch die Kraft und die Energie, wenn wir uns gut kennen, für Resilienz und für das Durchhaltevermögen und so weiter. Du bist psychologische Beraterin. Das heißt, da spielt ja ganz viel in den Bereich hinein, dass du Psychologie, mentale Fitness gehört dazu, Resilienz dazu. Es geht im Endeffekt um Persönlichkeitsentwicklung. Genau.
Es geht um Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung, das Wort Entwicklung ist ja so ein schönes Wort, weil bei der Persönlichkeitsentwicklung wollen wir ja nichts hinzufügen. Wir wollen ja eigentlich nur das, was da ist, wirklich ins Leben bringen. Weil entwickeln heißt nichts anderes als das, was da ist, von den äußeren Schichten befreien. Also eigentlich auswickeln, nicht irgendwas von außen drauf. Und das ist das, weil das Wort Entwicklung, ich liebe das Wort Entwicklung, weil es das ausdrückt. Und das ist so schön. Und in unseren Workshops ist, idealerweise findet genau das statt. Nämlich, dass wenn Sie, also es sind ja zwei Workshops. Das eine ist das mit dem Dirigieren, dass in diesem, wo Sie uns dirigieren, sich herausstellt, wer ist das, was kann der oder die, was sind die Fähigkeiten, was sind die Haupteigenschaften. Ja? Und das, da drauf zu kommen, ist schon eigentlich der erste Schritt für eine Entwicklung. Und dann in unserem zweiten Format, diesem Listen and Lead Zuhör-Workshop, kann man das dann weiterführen und damit weiterarbeiten, sich sehr bewusst werden der eigenen Stärken und auch der eigenen Bedürfnisse und all diese Dinge. Also das ist ja ganz entscheidend für Persönlichkeitsentwicklung, dass man die eigenen Ressourcen kennt, die eigenen Bedürfnisse kennt, all das. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine, ob ich jetzt auf das reagiert habe, worüber du reden wolltest. Absolut. Mir ist da aufgefallen, Stärken. Ja? Ja. Das heißt, im Spitzensport ist es ja auch so, Stärken genau. Und die Schwächen eher vernachlässigen, beziehungsweise es sind essentielle Schwächen, die ganz wichtig sind. Da muss ich an denen natürlich auch arbeiten. Mhm. Aber wir wissen, dass eine viel höhere Effektivität da ist, wenn ich um die Stärken sozusagen kümmere. Ja? Ist es genauso? Es ist bei uns genauso, ja. Und für mich ist die Musik dadurch, dass jede Musik, nicht jede Musik, die Musik jeden berührt irgendwie, verschiedene Arten von Musik natürlich, und besonders wenn man so nah dran ist, wie in unseren Settings, wenn man so nah dran ist an live gespielter Musik, dann berührt es die allermeisten. Und dieses Berühren und die Musik ist für mich wie so das Guckloch zu uns hinein. Also durch so emotionale Momente kriegen wir ein bisschen mit, was da drinnen ist. Und dann können wir das, was die Dorli gesagt hat, anfangen auszuwickeln. Da muss sich die Führungskraft aber darauf einlassen. Das heißt, es gehört schon die Bereitschaft dazu, diesen Step hineinzumachen. Weil wenn ich dann, viele machen ja zu, wenn es anfängt, Emotionen zu entwickeln. Das bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Wir stehen vor einem Quartett, das dirigieren sie. Was sollen sie machen? Vollkommen, also es ist uns noch nie passiert bei diesen, ich weiß nicht, 800, über 1000, die uns bereits dirigiert haben, dass einer es nicht gemacht hat. Also er steht da und es ist sofort da. Also und viele suchen sich das nicht aus, die werden nur hingeschmissen. Und die würden, aber gibt es Schauspieler? Entschuldige, wenn ich unterbreche, gibt es Schauspieler? Ja, die werden sofort entlarvt. Gut, dass du das erwähnst, weil dann würden wir sagen, wir hätten gern dich und nicht einen Schauspieler. Dann würden wir zum Beispiel das so etwas als Feedback sagen. Aber wie könnt ihr das wissen? Ihr wisst ja nicht, wer ich bin. Oder kennt ihr mich im Vorgespräch schon so gut, dass ich... Aber das ist ja das, was man sofort merkt und spürt. Ja. Und das würdest auch du spüren. Und das würde auch jemand, der zuhört, würde es auch merken. Und wir pflücken die Früchte vom Baum und erfassen es in Worte eigentlich nur. Das ist eigentlich alles, was wir dort tun. Aber lustig, dass du das mit den Vorgesprächen sagst. Regelmäßig kommen die Leute auf uns zu und sagen, was hat der Chef über uns erzählt? Oder wenn es in einer Ausbildung ist, was steht auf der Liste? Nichts. Also die glauben immer, wir sind gebrieft, was für Typen die sind. Wir wissen natürlich gar nichts. Und das ist ganz bewusst. Ich will überhaupt nichts wissen über die, weil wir so schnell auf die Punkte kommen. Okay, wie läuft so ein Setting? Nehmen wir mal Sound of Leadership und dann will ich noch ganz kurz dann noch auf Listen and Lead zu sprechen kommen ab. Wie läuft auch so ein Projekt denn normalerweise? Kannst du antworten? Ja, also idealerweise arbeiten wir mit einem Team, Führungsteam, das zusammenarbeitet. Das sind dann irgendwas zwischen eben 5-10 Leute, eher Richtung 10 meistens. Und idealerweise ist es so, dass man zum Beispiel zwei Halbtage hat, an Nachmittag und den nächsten Vormittag, wo jeder an einem halben Tag mit uns arbeitet. Die anderen schauen alle zu
Das ist auch ein ganz ein wichtiger Moment. Einerseits, um verschiedene Führungsstile zu sehen und Aspekte zu beobachten von außen, wie die Zusammenarbeit zwischen einer Führungskraft und einem Team von Spezialisten funktioniert, aber auch, um sich gegenseitig kennenzulernen, weil auf diesen Ebenen haben sie sich normalerweise noch nie gesehen und erlebt. Und dann habe ich es gern, ich glaube, das ist wichtig, wenn dann zum Beispiel eine Nacht dazwischen ist, auch ein wirklich entspannter Abend, wo man darüber reden kann, wo sich was setzen kann, wo über Nacht man noch ein bisschen nachschwingen kann, was da passiert ist. Und am nächsten Tag würde man dann noch einmal so eine Runde machen, wo jeder noch einmal mit uns arbeitet. Meistens ein bisschen kürzer, weil wir es schaffen auch, dass weniger geredet wird. Sehr viele Führungskräfte sind sehr gut beim Reden. Das brauchen wir eigentlich nicht so. Also wir schauen, dass das Reden ein bisschen weniger wird. Das ist sozusagen für dieses Sound of Leadership das Setting idealerweise. Natürlich kann man es ein bisschen adaptieren und anpassen. Und wir sind mittlerweile auch eigentlich sehr gut, uns anzupassen, sowohl in der Mischung von den beiden Settings, die man natürlich auch zusammenführen kann, uns wirklich auf die Situation von den Unternehmen einzustellen, was die wirklich gerade, womit sie gerade kämpfen oder was gerade das Thema ist. Also da sind wir mittlerweile sehr flexibel, dass man auch inhaltlich sozusagen uns da anpassen kann. Gibt es dazu was zum Beispiel die Geschlechter betrifft, große Unterschiede zwischen Frauen und Männern, zwischen älteren und jüngeren Führungskräften? Also Frauen und Männern würde ich sagen, nein. Also zumindest Frauen und Männer in Kulturen wie zum Beispiel in Skandinavien, wo wir eben oft sind, gar nicht. Bei uns in manchen sozusagen Branchen schon ein bisschen. Da ist es sehr oft so, dass wir weibliche Führungskräfte einfach vor allem bestärken, dass sie das machen, mehr machen, was sie eh machen, was sie eh gut machen, dass sie sich den Raum nehmen. Ne? Und zwischen jung und alt ist es für uns auch schön zu sehen, dass in der Hierarchie, wenn wir dann im Nachhinein drauf kommen, in der Hierarchie höhere Führungskräfte auch in diesem Setting besser überzeugen als junge Führungskräfte, die einfach noch nicht die Erfahrung haben, wie man mit Situationen und Menschen umgehen kann. Ja. Nicht zuletzt braucht ein Dirigent, bis er wirklich erfolgreich ist und wirklich viel bewirken kann, braucht auch Jahre, viele, viele, viele Jahre der Erfahrung oder Jahrzehnte. Nicht umsonst sind die allermeisten auf bekannten Dirigenten weißhaarig. Weil es einfach wie ein guter Rotwein, das braucht die Zeit. Listen and Lead, wie schaut da das Workshop-Setup aus? Also bei Listen and Lead verwenden wir auch die Musik. Das ist ja unser Ursprung und das, was wir auch lieben und was wir auch sozusagen geben wollen. Wir spielen Stücke und schließen zum Beispiel. Wir sind dann nur zu zweit, genau, Florian und ich. Und schließen daran verschiedene Übungen an. Also, ich will aber eigentlich nichts verraten. Okay, ja, also, dauert das drei Tage? Es dauert einen Tag. Aber wir machen auch, es kann auch einen Halbtag dauern. Ich finde es optimal, wenn man dieses Sound of Leadership, also das Dirigieren, an einem Tag gemacht hat und am nächsten Tag noch einen halben oder ganzen Tag Listen and Lead, wo man auch die Möglichkeit hat, das am Vortag Erlebte zu verarbeiten. Und weil du fragst, ich werde jetzt nicht verraten, was wir machen, weil ein paar Sachen haben schon mit Überraschungseffekt auch zu tun. Aber schon die Haltung ist, ich habe vorher erwähnt, wir sind Dialogprozessbegleiter auch von der Ausbildung her, ist die Haltung des Dialogs und der Dialog, nicht der Dialog, wie wir das im Sprachgebrauch kennen, Zwiegespräch, sondern Dialog, im ursprünglichen Sinn des Wortes, ist ein Dir heißt nämlich durch dir, Logos, das Wort, durch das Wort. Also durch das Wort, Begegnung durch das Wort, könnte man sagen. Und die Haltung des Haltungen des Dialogs üben wir in diesem Listen and Lead. Und das ist, wie ich schon gesagt habe, das empathische Zuhören, das nicht urteilen in der Kommunikation oder im Gespräch mit einem anderen, dass den Respekt, radikalen Respekt nennen wir das sogar, und das, wie ich spreche, also das Sprechen von mir
von Herzen sprechen, könnte man das nennen, oder von authentisch von mir sprechen und nicht irgendwelche philosophischen Abhandlungen, nicht eine Sprache, die dazu dient, andere zu überzeugen, sondern die dazu dient, auszudrücken, was ich ausdrücken möchte, von mir, aus meinem Inneren. Also wir üben so ein paar dialogische Haltungen in diesem Format. Du schaust sehr skeptisch jetzt gerade. Nein, sehr interessiert. Nur konzentriert. Entschuldigung. Mit verschiedenen Übungen, die übrigens auch teilweise sehr lustig sind. Und auch übrigens das Dirigierworkshop ist immer sehr lustig. Also es ist überhaupt nicht, dass man sich das so vorstellt, klassische Musik, ernst. Nein, sondern es ist wirklich sehr, sehr lustig. Also die Leute sind teilweise so, das sind teilweise Lachsalven, die ganze Saal hat, weil es einfach Spaß macht. Vielleicht magst du, weil ich gerade ein bisschen steck, da weiterzählen vom Listening Lead, was wir da so machen eigentlich. Na, du hast es sehr gut zusammengefasst. Habe ich? Ja. Okay. Also was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass wir immer mehr dazu auch übergehen, diese dialogische Haltungen danach noch weiter zu üben. Also nicht nur mit dem einen Tag dann zu belassen, sondern dass man dann nach ein paar Monaten wiederkommt. Oder in einem Unternehmen machen wir jetzt sogar mit dem Führungsteam eine richtige ideologische Ausbildung, die sich über ein Jahr zieht, in 4 Modulen, und dazwischen begleiten wir sie in den Gesprächen mit ihren Teams und so. Also diese dialogische Arbeit, das ist schon was, wo man immer wieder sozusagen daran erinnert werden muss, auch an die Erlebnisse. Und warum wir da die Musik dazu einsetzen, ist, weil wir draufgekommen sind, wie wir auch diese Ausbildung gemacht haben, die Dorlewers im Rahmen ihrer Ausbildung zur psychologischen Beraterin, war das ein Teil davon, und dann habe ich das im Nachgang auch gemacht, nur diese Dialogprozessbegleiterausbildung, dass man die Musik sehr schnell in diese Haltungen hineinbringt, die wir glauben, die hilfreich sind für diese Art der Kommunikation. Da braucht man gar nicht wahnsinnig viel Übungen machen oder viel drüber reden. Wenn man Musik hört, dann ist uns zum Beispiel ganz bewusst, dass eine Musik, wenn wir gemeinsam ein Konzert hören, bei mir ganz anders wirkt als bei dir. Obwohl man im gleichen Raum, zur gleichen Zeit, die gleichen Musiker, alles. Und das ist natürlich, wenn wir uns ehrlich sind, sozusagen auch mit dem gesprochenen Wort. So, ja. Wir glauben zwar, wenn wir reden, es ist ganz exakt und genau klar und unmissverständlich, was ich sage, aber wie es eigentlich ankommt, wissen wir nicht ganz genau. Ja. Oder eine andere Analogie wäre, wenn du in ein Konzert gehst und zuhörst, dann würdest du nie auf die Idee kommen, zu unterbrechen und sagen, Moment, das finde ich aber nicht. Oder das habe ich neulich aber besser gehört. Oder irgend sowas. Ja. Du kommst nicht auf die Idee. Du hörst einfach zu. Jemand drückt sich aus auf der Bühne, drückt sich aus und du hörst zu. Aus. Und das ist auch so eine Analogie. Jemand drückt sich aus, du hörst zu. Aus. Und du funkst nicht hinein und du sagst nicht deine Meinung. Und du vermeidest natürlich auch zu urteilen. All diese Dinge, die man schon darüber geredet haben. Ja, ganz interessant, weil du gerade gesagt hast, ich habe so skeptisch geschaut. Da muss ich auch sagen, das hin und wieder. Ich glaube, das ist die Achtsamkeit, die ich noch lernen muss. Ja, das habe ich dich verunsichert, obwohl ich das gar nicht wollte. Aber ganz interessant, auch ich bin Führungskraft von einem kleinen Team, aber trotzdem, vielleicht ist das auch, wenn die Kolleginnen und Kollegen in dem Setting, wenn wir eine Besprechung haben und ich sitze auch so da, vielleicht ist das auch nicht immer das Gute. Ja. Ich meine, du sprichst jetzt was an, was in diesen Workshops oft passiert. Ja? Also auch jetzt letzte Woche haben wir das auch erlebt. Was wir dort sagen, wie wir den Führungskräften, was wir denen rückmelden, kriegen sie normalerweise nicht so ehrlich und so direkt. Ja? Der hat dann auch gesagt, ja, das stimmt, ja, wenn wir einmal wer, zum Beispiel, der hat in dem Fall die Dorli ein bisschen ignoriert, er ist da in seiner Welt gewesen und hat also die Verbindung zu ihr überhaupt nicht aufgebaut. Und wie sie das dann angesprochen hat, hat er gesagt, ja genau, ich habe dich überhaupt nicht gesehen. Aber jetzt, wo du dieses Feedback gibst, da entsteht gleich die Verbindung. Also wenn das passiert, dann ist es eh sofort da. Und dann habe ich gefragt, und wie oft sagt dir der sowas? Never ever. Ja, also
dieses, wir sagen denen sehr oft Sachen, die das, wir sprechen oft Sachen aus, die einfach das Team um sie herum nicht ausspricht. Und das, was das Schöne an diesem Format ist, ist, wir können ja sehr auf den Punkt Feedback geben, auch wenn es sozusagen wie Kritik oder so wäre, wohl Kritik ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, weil der muss ja kein toller Dirigent sein. Wir kritisieren ja nicht in seinem Feld, ja, sondern in einem Feld, wo er überhaupt keine Expertise zu haben braucht. Wenn er aber clever ist, dann überträgt er das in sein eigenes Feld. Mhm. Und ja, zum Beispiel das. Ja, sehr interessant. Abschließende Frage, was braucht eine Führungskraft heutzutage? Ich weiß, schwierige Frage, weil sie sehr offen gestellt ist. Also ich finde, eine Führungskraft muss sehr wendig sein und sehr offen sein. Ich glaube nicht, dass wir Führungskräfte brauchen, die so eine Festigkeit haben, in erster Linie eine Festigkeit haben, sondern ich glaube, dass es gut ist, wendigere Führungskräfte zu haben, in unserer heutigen Zeit vor allem. Wendig heißt? Wendig heißt flexibel, ein bisschen auch, also anpassungsfähig ist vielleicht ein Wort, das es nicht ganz trifft, aber jedenfalls nicht hart, im Sinne von unänderbar. Nicht starr. Genau. Vielleicht meinst du auch sowas wie, sich seiner verschiedenen Rollen bewusst zu werden, die man in verschiedenen Momenten hat. Manches Mal, wie wir vorher gesagt haben, muss man dem Team sagen, da geht es entlang. Manches Mal muss man sehr neugierig und offen zuhören. Manches Mal muss man zurückdenken, was war. Manches Mal muss man Schritte voraus sein. Manches Mal, also man hat sehr viele verschiedene Aufgaben und Rollen eigentlich sogar. Das sind wir im situativen Führen eigentlich schon. Ja. Das heißt, man muss ein breites Skillset heutzutage als Führungskraft haben, um dann wirklich in Zeiten, wo höher, schneller, weiter einfach ist, wo die Aufgaben sich türmen, alles mit noch weniger Ressourcen noch mehr gemacht werden muss, da muss ich ein Skillset aufweisen, dass ich eben auch vor allen Dingen auch reagieren kann. Aber geht es beim Führen nicht hauptsächlich ums Agieren? Also ich glaube, das wollte ich vorher sagen, die Grundvoraussetzung für gutes Führen ist ein guter Kontakt und zu sich selber und ein gutes Kennen von sich selber. Das ist der Sockel, auf dem alles andere aufbaut. Und dann gibt es einfach Momente, wo man agieren muss und dann gibt es Momente, wo man reagieren muss. Und wo man verschieden sein muss. Aber das kann man als Führungskraft nur dann wirklich ausfüllen, wenn man auf dieser Basis wirklich gut ist. Weil sonst ist es das, was uns im Team dann immer wieder vorkommt, der spielt jetzt irgendeine Rolle. Und dann nehmen wir die Leute nicht ernst, weil sie dann vielleicht in irgendwelchen Workshops gelernt hat, wenn das passiert, dann musst du das machen. Und wenn das nicht verbunden oder wenn das nicht verankert ist in der eigenen Persönlichkeit, dann nehmen wir das nicht ernst. Wir sind sehr erstaunlich sensible Tiere wie Menschen, beim Gegenüber, bei uns selber leider nicht so. Aber das ist was sich Führungskräfte schon bewusst sein müssen. Das Team um uns herum kapiert viel mehr, was wir wollen. Das heißt ja in der Rhetorik oder in der Moderation, wer fragt, der führt. Das ist in der Führung wahrscheinlich genau das Gleiche. Und in der Rhetorik und auch in der Persönlichkeitsentwicklung, in die Innenschau, brauche ich die Stille. Mhm. Ist es das auch sozusagen als Hygienefaktor der Führungskraft? Absolut. Mhm. Und da kann Musik einfach auch ein gutes Umfeld sein, um zu sich selber zu kommen, um sich mit sich selber zu verbinden. Oder nur die Stille. Also ich für mich ist die Musik eine große Hilfe. Wenn ich mit Leuten rede, die gut meditieren können, dann
tue ich mir oft schwer, also weil ich immer denke, ach, ich kann das nicht gescheites meditieren. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass ich ähnliche Erlebnisse und Erfahrungen habe, wenn ich Musik höre. Mhm. Dass auch meine Gedanken weggehen, dass ich mich geerdet fühle, dass ich ruhig atme, dass ich mich bei mir fühle, meine Stärken und bei mir ankommt sozusagen, das ist bei mir, wenn ich Musik höre, zum Beispiel. Also da kann Musik schon ein gutes Mittel sein. Innenschau und Stille sind Wörter, die bei mir sehr resonieren. Über die Stille habe ich ja vorher ganz am Anfang geredet, über diese Zeit, wie man die Stille schön nutzen kann. Und auch da gibt es ja diese Parallele zur Musik. In der Musik ist die Pause genauso wichtig wie der Ton. Also ohne Pausen gibt es keine Musik. Und wenn man das gut nützen kann, dann ist das musikalische Erlebnis noch ein viel, viel schöneres. Und zur Innenschau, glaube ich, Innenschau ist etwas, was wir eben machen in unseren Workshops. Und kurz gefasst, was da passiert, ist, dass man einfach draufkommt, es ist eh alles da. Ich brauche mir nur dessen bewusst zu werden und es gut einzusetzen. Ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Dorothea und Florian Schönwiese. Und ihr seid auch, wenn man eure Workshops buchen will, seid ihr auch erreichbar. Nicht nur unter www.sportselection.at, sondern auch über schönwiese.net. So einfach ist das. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Sehr gerne. Wir danken.